Sie ist überzeugt, dass Emmanuel Macron Frankreichs Politik von Grund auf erneuern wird. Vetternwirtschaft werde es nicht mehr geben. Erschöpft, aber glücklich. Justine Henrys Anstrengungen haben sich gelohnt. Ihr Kandidat Emmanuel Macron ist Frankreichs nächster Präsident geworden. Auf den Lorbeeren ausruhen kann sie sich aber nicht. Seit Monaten hat sie Tag und Nacht für Macrons Bewegung vorwärts geackert. Nun geht es darum, auch die Parlamentswahlen im Juni zu gewinnen. Wir wollen die absolute Mehrheit haben. Das ist möglich, aber das wird wahrscheinlich ganz knapp. Wir müssen kämpfen. Das sind wir gewohnt. Wir haben es ja schon ganz gut hinbekommen. Deshalb bin ich guter Dinge. Justine Henry, die gerade ihr Studium der Tiermedizin beendet hat, will nun auch selbst als Abgeordnete in die Nationalversammlung ziehen, vorbei an den Kandidaten der Sozialisten und Republikaner. Wir sind ja keine traditionelle Partei, in der die Kandidaten meinen, sie könnten im Sessel sitzen und würden dann mal ebenso gewählt, ohne dass sie irgendetwas dafür tun. Wir gehen auf die Menschen zu, wir suchen den Dialog auf lokaler Ebene. Wir erklären, was wir wollen und welche Werte wir haben. Und das müssen wir jetzt auch weitermachen, denn das funktioniert gut. Einfach war ihr Weg nicht. Während des Wahlkampfes vertraute sie uns an, dass sie mit Familie und Freunden in Konflikt geraten war, weil sie Politikerin werden wollte. Die anderen waren strikt dagegen, dass Justine sich der durch Korruption und jahrelange Misswirtschaft tief in Misskredit geratenen französischen Politikerriege anschließt. Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten. Sie hat nicht verstanden, warum ich 10 Jahre studiert habe und jetzt nicht in dem Beruf arbeiten will. Sie verurteilen dich alle, wenn du eine Entscheidung fällst, die keiner verstehen kann. Deine Freunde sagen dir, warum machst du das? Das passt gar nicht zu dir. Aber Justine Henry blieb standhaft. Sie glaubt dem neuen Präsidenten auch, dass sie als Frau bei ihm gut aufgehoben sei. Die Philosophin und Frauenrechtlerin Geneviève Fraisse hat Macron allerdings nicht überzeugt. Macrons Ehefrau spielt eine traditionelle Rolle in seinem Team. Wissen Sie kaum, dass Frauen existieren, außer vielleicht eine oder zwei Ausnahmen. In seinem Programm kommt Gleichberechtigung auch kaum vor. Deshalb gibt es gar keinen Grund zu glauben, dass er da anders ist als die anderen französischen Politiker. Für Justine Henry liegt der Unterschied im Führungsstil. In den Wahlkampfmonaten habe Macron bewiesen, dass er fähig sei, Kritik von der Basis anzunehmen. Nun müssten die Frauen eben einfordern, dass er auch sein Führungsteam paritätischer gestalte. Sie selbst sei auf dem besten Weg in den engen Kreis um Macron. Ich habe es geschafft, denn sonst hätten sie mich ja bei der letzten Wahlveranstaltung in Paris nicht reden lassen. Ich habe mir da meinen Platz geschaffen. Den Aufstieg innerhalb der Bewegung vorwärts schafft Justine Henry mit links. Eine weit schwierigere Aufgabe ist es für sie, die über 30% Wähler des Front National vom rechten Rand wieder zurückzuholen. Das beginnt sogar in der eigenen Familie. Ich habe mit meiner Mutter diskutieren müssen. Sie war nicht sicher, ob sie Macron wählen sollte. Sie hat gezögert, ob sie nicht Marine Le Pen wählen soll. Sie hat nicht allzu lange gezögert, aber sie hat gesagt, dass sie schon daran gedacht hat, Le Pen zu wählen. Justine Henry gehört zu einer ganz neuen Generation von Politikerinnen in Frankreich. Sie will sich auf keinen Fall aufhalten lassen.